Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Willkommen zur zweiten Abfüllung jetzt hier vom Davis County. Also ich habe schon gerade eben mein Straight Bourbon Whisky verkostet. Ich werde noch mein Cabernet Sauvignon Finish verkosten. Denn heute geht es hier um unser French Oak. So, ganz kurz jetzt hier nochmal zu Geschichte jetzt hier, für die, die es nicht mitbekommen haben. Erstmal Whisky Base Nummer 178761. Wir sind bei 48%. Wir haben im Grunde diese Whisky hier, der ein 6-monatiger Finish in neue French Oak Barrels bekommen hat. Wo sie die französische Eiche herbezogen haben, wurde nicht gesagt. Die sind new, das heißt keine Vorbelegung. Würde man früher vielleicht Limousinenfässern sagen, keine Ahnung. Also wahrscheinlich getoastet, wahrscheinlich vielleicht doch gecharred wegen amerikanischer Bestimmung jetzt hier. Die offizielle Bezeichnung steht hier Kentucky Straight Bourbon Whiskey Finished in French Oak Staves. Vielen Dank, Angels Envy, für die Einführung von dieser Markenbezeichnung oder von dieser Kategoriebezeichnung in amerikanischer Whisky. Weil es gab immer wieder der Streit darum, dürfte man überhaupt ein Bourbon, ein Straight Bourbon in irgendetwas finishing, weil Straight Bourbon darf nur ein einziger Fass berühren. Und dann kam dann Angels Envy und haben das doch gemacht und alle waren irgendwie entsetzt, dass es durchging durch die, in Amerika, jede Label muss vorher auch genehmigt werden, genau wie in Irland. Nicht wie in Deutschland übrigens, interessant, aber jo. Und das ging durch und haben sie gesagt, okay, lassen wir einfach mal. Und dann haben alle anderen nachgemacht. So, alles hier jeweils 48%. So, ja, Whisky Base. Also je nachdem, wo man ist, das ist echt krass. Wenn man hingeht hier zu zum Beispiel whisky.de, ja. Also whisky.de, Davis, also D-A-V-I-A-S-S, County ist Kreis. Es ist ein tatsächlichen Kreis da, Kentucky, French Oak. Steht da, der alte Preis war 92,90 €. Und der neue Preis ist 59,90 €. Jeder fragt sich, woher, warum, weshalb. Zumindest frage ich mich. Gut, es hat damit zu tun, wo bezieht whisky.de die Flaschen her? Bisher haben sie denn vom Mike's Whiskyhandel bezogen, diese Flaschen hier nicht. Warum weiß ich das? Weil Mike immer hier bei einer 750 Milliliter Flasche immer sein Aufkleber drauf hat. Laut Verpackungsgesetz, den gibt es nicht mehr, Verpackungsverordnung, das heißt jetzt Verpackungsgesetz, Paragraph 1, Absatz 2, wie auch immer, ist das jetzt eine 750 Milliliter Flasche. Da steht nichts dabei. Es gibt jetzt hier vom Lexco neue Vertriebswege in Deutschland und dann es gibt einen neuen Importeur. Und die haben einfach mal ein bisschen niedrige Preise, 92 gegenüber 59. Also das ist echt, das sind 33 € günstige, Leute. Also das ist schon krass, ja. Also praktisch ein Drittel, über ein Drittel günstiger hier. Jo. Und damit kann whisky.de das auch ein bisschen billiger anbieten. So, let's go. Optimiert seine Vertriebswege für Deutschland. Sehr, sehr gut. Das heißt, vielleicht kommt Blood Oath ein bisschen besser auch bei uns an. Vielleicht kommt denn hier, das war tatsächlich immer wieder bei Kammerkirsch Blood Oath, habe ich nie verstanden. Vielleicht wird Ezra Brooks besser bei uns ankommen. Vielleicht Rebel wird auch besser bei uns auch ankommen. Vielleicht wird hier tatsächlich Yellowstone auch besser bei uns ankommen. Ein paar andere Marken, die da es bei Lexco so gibt. Lexco Brennerei heißt Lex Row. Und das ist auch immer wieder das, worauf man achten muss hier bei der Label. Bitte lesen ein bisschen und verstehen. Da steht Distilled in Kentucky. Wow, das steht noch nicht mal Matured in Kentucky. Hier steht wenigstens hier Distilled and Matured. Na, steht noch nicht. But, distilled and Aged in Kentucky. Das wissen wir noch nicht mal, ob das überhaupt gereift wurde in Kentucky. Wow. Distilled in Kentucky, bottled for Lex Row Distillers, Bardstown, Kentucky. Lex Row ist der Brennerei vom Lexco. Die haben gerade jetzt hier im November gesagt, dass sie nochmal 4 Millionen investieren werden, um die Produktionskapazität auf 75% zu erhöhen. Also, und da die Firma Lexco wurde damals Anfang Januar 2021 tatsächlich aufgekauft vom MGP.
Lexco verkauft das als eine Fusion. Nee, die wurden aufgekauft. Okay, gut, gut, gut. Und jetzt kann MGP auch ihre Produkte, George Remus und Roswell Rye und so weiter, auch dann da auch reinbringen durch diesen Vertriebswege, die sie haben. So von daher, auch da werden eher niedrige Preise erwartet für diese Produkte, als am Anfang hier der Produkteinführung war. Gut, an der Nase, das kenne ich schon. Ich finde diese Nase, diese Süße sehr, sehr gut. Oh, eine Sache habe ich vergessen, schon wieder. Das hier ist eine merkwürdige Geschichte, weil halt eben es ist eingekaufte Ware, das heißt wahrscheinlich Heaven Hill, ein offenes Geheimnis. Und das ist der Mashbill mit Roggen, also Elijah Craig. Und das ist der Mashbill mit Wheat, also Weizen, also Larceny. Und die tun sie zusammen. In welchem Verhältnis, weiß ich nicht. Das hier ist mindestens 4 Jahre alt, das ist mindestens auch 4 Jahre alt, allerdings 6 Monate Finish in dieser French Oak. So. Oh, der kriegt eine komische Note hier. Huh. Wie leicht angebrannte Butterscotch. Nicht gut. Angenehm, sehr schön, sehr süß, sehr würzig, sehr, sehr, sehr rund und gut gemacht. Ich rieche nicht die Jugend, die ich schmecke hier, leider. So, hier. Der wirkt ein bisschen gesetzter, ein bisschen mehr Sägemehl, aber dieses angebrannte Butterscotch habe ich hier auch. Also, oh, guck mal. Also, ich lese jetzt hier bei whisky.de Aromen, Honig, Vanille und Karamell. Bei mir ist angebrannt. So, Geschmack, kommen wir gleich dazu. Jo. Also 59 Euro ungefähr, denn ich glaube 54,90 €, 5 Euro weniger hier. So, oh genau, steht sogar 36% günstiger. Ach Mensch, wenn ich einfach lesen würde, was dann alles Horst und seine Team, also Horst hat wenig damit zu tun, sorry Leute, also sein Team dort bei whisky.de, denn da reinschreibt, wäre ich manchmal klug oder kluger. Gut, cheers. Jung, spritzig, süß. Der Weizen, würde ich sogar, kommt ein leicht durch. Was ich nicht in meinem Video gesagt habe, und da sage ich hier, leichte metallische Momente habe ich. Das ist ein 3er-Whisky. An den guten Tagen preislich 4. So, okay, gehen wir zu French Oak. Was macht French Oak mit mir und mit uns? Cheers. Ja, besser. Sägemehl immer noch ein leichter Moment, also sehr viel Eiche. Besser. Sehr viel besser. Die Süße bleibt, aber der holzige Moment ist da intensiviert. Weicher. Der Bourbon, diese Mais und so weiter, kommt da gut durch. Also der macht so. Der macht. Nice. Es schmeckt nicht nach 48%. Sehr gut. Der riecht gut, schmeckt nicht so wow. Der riecht nicht so gut, schmeckt aber viel besser. Wow. Echt nice. Ich habe hier nichts, mit dem ich es wirklich vergleichen kann mit französischer Eiche. Das Beste, was ich hier habe, ist Double Oak. Ich hole das hier runter und schau mal, was passiert. Woodford Double Oak. Ja, lass uns einfach mal unser Double Oak hier holen, mal ganz kurz. Das kommt zur Seite.
Double Oak kommt stattdessen hier hin, Woodford. Also wir sind hier bei, ich glaube, wir sind bei 42 Euro, oder? Ich muss hier schauen. Allerdings, ich habe die 1-Liter-Flasche jetzt hier in der Hand. So. So, Woodford Rye. Double Oaked. 43,50 € sogar. Hier unser French Oak Rye mit 59,50 €. Kein Schnapper. Aber was würde ich lieber trinken? Das Erste, was man bedenken muss, hier Farbe. Alles natürlich, ja, also gut, dunkel. Also auch hier könnt ihr einfach mal ein bisschen so sehen. Also ich mache hier Rückseite. Ja, da könnt ihr schon ein bisschen einen Unterschied dann da erkennen. Da ist nicht ganz so dunkel. So, erstmal unser Woodford. Auch so ein Mischding, nicht wahr? Die machen Teil auf ihre Pot Stills. Da habe ich die Distillerie da schon besucht. In Versailles, oder Versailles, Kentucky. Und dann einen größeren Teil machen sie tatsächlich auf den Column Stills. Aber in der Werbung gibt es nur die Pot Stills zu sehen. Ein bisschen Marshmallow mit Karamell darüber. Oh yeah. Und viel Holz. Oh ja, yeah, das war gut. Nun unser French Oak. Viel besser, meine persönliche Meinung. Der Holz wirkt frischer. Also hier Charred American White Oak, hier French Oak, 6-monatige. Ob die charred sind oder nur getoastet oder gar nichts, also weiß ich nicht. Und da hat mehr diesen Sägemehl-Moment. Eindeutig hier. Nicht schlecht, besser. Kann Davis County sogar noch besser machen mit der Cabernet Sauvignon? Werde ich gleich erfahren. Also diese Whisky hier kriegt von mir schon ein 3 plus. Preislich sind wir noch nicht bei ein 3, sondern eher bei ein 3 minus. Ich finde 60 €, ah nee, also 4 plus plus 3 minus minus, da sind wir. Also ich finde 60 € für diese Flasche viel zu teuer. So sorry, Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Jetzt die Frage öffne ich für alle. Euer Double Fass, also ein Double Cask, Double Matured, Finished Whiskies, was habt ihr gerne? Also etwas, was hier und dann nachher mindestens so um die 6 Monate oder was auch immer, 3 bis 6 Monate noch ein Finish bekommen hat. Ist das hier tatsächlich etwas mit French Oak? Ist es Double Oak? Ist es etwas aus einem Rotweinfass? Was ist euer Lieblingsprodukt hier bei Whisky mit einem, ja, Double Cask Maturation, zweifach Belegung. Alles Gute, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, teilen meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe werden. Dort werden die Flaschen hier geteilt. Und wir sehen uns jeden Tag 17:30 Uhr hier und jeden Sonntagabend mit einem Livestream mit irgendeinem Gast. Bis dahin, ciao!